Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Wolverine 6R. Ich habe bereits eine Runde damit gedreht und dem Bild für gut befunden, kann ich sagen. Quasi gut befunden. Oh shit, ich drop hier natürlich ins tiefste Loch, ey. Oh, yeah. Glück gehabt. Puh. Na, auf jeden Fall habe ich den Kollegen ausgestattet. Mit einer AT-10 mit 3 Tonnen Munition, einem Medium Laser und 3 Streak Shortrange Missile 2er. Und den Medium Laser, den hat er mitten im Kopf sitzen, was das Ding einfach ziemlich cool macht. Also jeder Mac, der einen Energy Slot im Kopf hat, oder so ziemlich jeder Mac, der einen Energy Slot im Kopf hat, der bekommt davon mir auch einen Medium Laser angesetzt, weil es einfach die perfekte Zombie-Kiste ist. Wenn die Arme und die Schultern weggeschossen werden sollten, dann hat man halt immer noch den Medium Laser im Kopf oder meinetwegen auch den Small Laser oder was auch immer, um damit noch weiter zu arbeiten, um den Feind dann eben vielleicht doch noch irgendwo eins reinzudrücken. Zumal der kleine Kollege hier, der hat Jump Jets, was ihn dann nochmal wesentlich attraktiver macht, muss ich sagen. Schade, jetzt ist er auch schon weg da hinten. Und er ist prinzipiell so Short Midrange mäßig am besten aufgehoben. Er kann mit der AC-10 zwar schon ein bisschen auf längere Reichweiten arbeiten, sollte aber grundlegend schon gucken, dass er den Gegner irgendwie auf 500 Meter ranholt. Oder besser noch wären natürlich 450 Meter, damit die AT-10 mit vollem perfekten Schaden arbeiten kann. Oh, Battlemaster angelaufen. Hier ist natürlich wieder so eine unsichtbare Kante. Schade, dass sie da noch so viel dran ackern müssen, bis sie das ordentlich überarbeitet haben. Aber immerhin, sie arbeiten. Wusch und hoch hier. Piu. Jetzt hänge ich hier fest oder was? Das ist schlecht. Oh, erstmal ordentlich kassieren, verdammt. So, also man kann damit so ein bisschen den Hit-Run-Spezialisten raushängen lassen. Man sollte aber ein bisschen vorsichtig sein insgesamt. Das war schon ganz in Ordnung. Hier einmal hoch jumpen, eine AC-10-Kugel auf den Gegner droppen und gut ist. Jetzt kriegen wir hier ECM Support, wa? Yo! Verdammt, ey. Das wird jetzt eine sehr beschissene Situation. Im Vorwärtsgang hier mal schnell das Weite suchen. Und lauf, 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 lauf. Oi, mein Team ist da ganz hinten. Oh, fuck, 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 ey. Nix, lass mich bloß in Ruhe, Mann. Ich hoffe jetzt da, 75,1 km/h. Ich hätte eine größere Engine reinpacken sollen oder irgendwie, keine Ahnung, Global Experience verbraten, ausbrettern, damit ich schneller latschen kann und so. Das ist jetzt, also ich habe zum Glück nochmal geschafft. Ich hätte gedacht, dass sie mich wirklich schlimmer erwischen werden und dass ich quasi auseinandergenommen werde. Puh. Hier ist gerade tatsächlich auch irgendwie nichts los. Ach, genießen wir doch einfach mal eben die Stille. Abgefahren. Zum gleichen Zeitpunkt, haargenau. Setzt dann auch die Musik aus, ne? Na komm. Hilft it nicht. Oh, was? Ultra schlechtes Aiming, sei Dank. Den Kill da nicht gekriegt, oder was? Was mit dem Highlander war, frage ich mich jetzt gerade. War der AFK, oder was? Ja, geil, die sind auf jeden Fall hier in einer Gruppe unterwegs, wa? Das sieht cool aus vom Kamo her, vor allem, dass sie dann so relativ identisch rumarbeiten und bam. Da kann man, glaube ich, wohl mal eine Runde hinstürmen. Gegebenenfalls kann man da was abschauen. Oh. Ah, ein Assist schon mal. Alter, ist hier jetzt erst was für einen dicken Schaden ich im CT auf einmal habe, wo ist meine Panzer hin? Also ich habe ja gerade kassiert, aber als ich so gemütlich zu meinem Team hingelatscht bin, ne, da sah es, glaube ich, noch nicht so schlimm aus. Das ist mir gerade voll entgangen. Habe ich so hart geträumt? Habe ich von meinem Team was abgekriegt? Oder hat der Highlander doch geschossen? Eieieiei. Man sollte den Kopf nicht so sehr in den Wolken haben. Mal abchecken, was hier zu ist. Wo ist der Battlemaster? Bam. Der dreht also seine Runde rum. War das jetzt noch ein Atlas, Alter? Wow. Fast alle Feinde bei Theta oder Theta. Ja komm, richtig hinpushen da. Den kriegen wir ja wohl noch. Ja, der ist sauber. Der hatte nichts erlernt drin. Das ist abgefahren.
hier können wir erstmal ein bisschen Dauerfeuer draufhalten, solange von rechts nichts ankommt. Also einfach mal auf mein unverschämtes pures Glück hoffen. Oh no! Ach hier, verdammt. Ich dachte gerade, da können wir auch wieder schön Kill abstauben oder so, aber nee, das war mir nicht vergönnt. Uha, jetzt muss ich aber hier hoffen. Hier der Highlander, der kann ruhig mal schön den Fokus vom Atlas auf sich ziehen. Der Atlas ist ganz alleine oder was? Wo sind seine Kollegen? Der war doch vorhin hier noch wirklich ordentlich begleitet. Dann kann ich hier immerhin stehen bleiben und draufhalten. Oha, da wurde der Blackjack oder... Oh no! Hat mich wieder zu stark ablenken lassen, ne? Anstatt ein bisschen Konzentration an den Tag zu legen. Na komm, die liefern sich da irgendwie so ein Wahlduell. Einer schwimmt langsamer als der andere. Oder wartet er, hofft er auf Support? Ich muss hier... Alter, was machen die denn da? Ha! Ja, ich so ein Ding, Atlas. Ey, ist der eine endlich umgefallen und kommt direkt der andere daher. Wusch. Oh, meine Jumpjets kriegen mich gerade nicht hoch. Verdammt, was ist da los? Habe ich ein paar verloren? Bin ich schwerer geworden oder sowas? Scheiße. Also wie man hier offensichtlich sieht, das Ganze beruht hier im Moment nicht auf Skill, sondern primär auf Glück. Oh, fuck. Das hat er mich bestimmt im Fokus gehabt. Oh, wir sind gar nicht mehr so viele hier. Oh nein, Alter. Bein verloren, not good. Oh, der Killer. Alter, richtig evil Cicada. Wusch. Verdammt, AT-20 und so weiter, der boxt mich weg, der Atlas. Oh. Verdammt, jetzt habe ich nur noch den ollen Medium Laser. Mir fehlt ein Bein und hast du nicht gesehen, ey. Shit. Und dann kommt noch Murumir gelaufen. Ja, das war's. Schade, 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 schade. Aber dieser Bild macht offensichtliche Art und Weise wirklich unfassbar viel Spaß. Also, da wurde ich ja erstmal richtig hart von der Seite weggeboxt. Mir scheint, dass es dieses Mal in diesem Match keine fucking hardcore krassen Ruckler gab oder so. Was es tatsächlich scheinbar gebracht hat, ich habe ein bisschen Overclocking am Prozessor gemacht. Also mal abwarten, wie sich die nächsten Matches so entwickeln, die nächsten Videos. Aber jetzt war es, glaube ich, in keiner einzigen Situation, dass es wirklich irgendwie krass schlimm am Ruckeln war oder so. Nice! Naja, und trotz meiner Verplantheit hat sich hier dieser Müll hier auf jeden Fall ein bisschen bewiesen. 2 Kills, 5 Assists, auf dem Punkt genau, 500 Damage, das ist so, das kann sich sehen lassen. Leute, ich wünsche euch einen traumhaften Tag, ich werde jetzt mal weiter austesten, ob es tatsächlich jetzt am Overclocking lag, dass das Ganze ein bisschen besser läuft und, ja, bis die Tage. Ach ja, den Bild findet ihr natürlich als Smurfy-Link in der Videobeschreibung, bla bla bla. Es ist 4:30 mitten in der Nacht und ich muss morgen wieder arbeiten. Ah, mein Kopf ist gar. Ciao.